Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires The Rise of Rome. Hallo zusammen. Da muss ich aufpassen, dass ich Stimmt. nicht ausrasse, Ja, stimmt, das auch. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht mal im Eifer des Gefechts einfach sage, willkommen zu Let's Play Age of Empires. ne? Ne? Wir kennen es, am Anfang vom Age of Empires Let's Play habe ich zwischendurch mal auch so, willkommen zurück zu Let's Play Age of Mythology. Warte, nein, falsch. Es kam auch schon vor. Weg da. Ja. Obwohl, so wie er es jetzt gerade macht, ist es gar nicht mal so schlimm. Ne, stimmt. Ist eigentlich sehr angenehm, das können wir so halten. Hast du jetzt eigentlich mal die Vorteile von Rom nachgeschaut, was die so Oh, haben? nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Okay, Also eben, okay. Kurzschwertkämpfer sind, glaube ich, ihre Spezialität. Aber ansonsten, jetzt gerade bin ich Die billigen umsonst. Gebäude oder zumindest die billigen Türme. Billigen Türme, definitiv, ja. Und sind die für alle billiger geworden? Eben, das weiß ich nicht, das habe ich nicht nachgeschaut. Okay. Also was wir merken, oder vielleicht merken, ist, ne, die Türme zum Beispiel, die kosten nur 75 anstatt 150 Steine. Aber das ist Spezialität vom Rom. Okay, Der das andere ist Punkt okay. ist eben Gebäudekosten, also irgendwie so Lagergrube nur 102 Holz, nicht 120. Aber da weiß ich nicht, ob wir nicht eventuell noch irgendein Update haben, jetzt schon von der Mission her. Die Technologie hier. Genau, die uns das quasi gibt. So, ich freue mich, wenn wir dazu machen. Ja, Dann muss ich stimmt. nicht ständig an zwei Seiten aufpassen. Die Aber ja, Türme mal sind sehen. gar nicht schlecht platziert eigentlich. Ja, das ist auch sinnvoll. Ich meine, nachher können wir grundsätzlich danach müssen wir wirklich so eine Stelle halten. Ja, genau, Holz nochmal ein wenig Gold. Und ihr? Müsst mal Steine suchen. Ha, perfekt. Die Türme machen es richtig. Also jetzt müssen wir trotzdem mal schnell Steine suchen. Ja, neue Steine. Steine, los, 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 schneller, effizienter, besser. Ah, bei dir leuchtet's, es blinkt schön. Ja, ich weiß, es ist irgendwie überall. Ah gut, sie pöbeln da auch irgendwie. Oh. Yep, das meinte ich, es blinkt schön. Aber es sind auch schon die besseren Kavalleristen, das finde ich nicht so toll. Es könnte unter Umständen problematisch werden. Ich hätte trotzdem gern Steine. Also gut, wir haben jetzt noch genügend für vier Türme, aber trotzdem. La 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 la. So, erledigt bitte den Reiter schnell, sauber, menschlich. Gott, wie lange denn? Okay, danke. So, jetzt. Unsere Wirtschaft wird angepöbelt. Finde ich nicht toll. Ach, Was bist geht du, schon. Holzfäller? Aha, Schleuderkämpfe gegen Bogenschützen, interessant. Ja, Jüngchen. Komm, nächster Turm. Okay, so weit in Ordnung. Vielleicht noch ein paar Bauern, die was. Gut abgewehrt. Ja, hat jetzt noch gut geklappt. Aber eben, die Türme sind schon, vor allem da oben, sind sie angenehm. Jetzt. Das ist Gold. Wir suchen. Okay, da hat es noch Nahrung. Das ist auch angenehm Auch gut zu wissen, ja. zu wissen. Da müssen wir keine Farmen oder nicht so schnell wieder Farmen bauen. Vor allem, ich glaube, da unten erwartet uns der Gegner nicht. Wahrscheinlich nicht, nein. Oder noch nicht, er ist zurzeit damit beschäftigt. Gott! Nein! Du Sau! Okay, gut. Warte mal, wir haben ja noch einen bestellt, oder? Genau. Siehst du, perfekt. Du hast viel Nahrung, du kannst nachbauen. Genau. Und vielleicht noch den Bogenschützen. Ja. Hol ich gleich. Ein paar Bogenschützen. So, wo sind denn die Steine?
Ich hätte gern mehr. Denn jetzt gerade hat irgendjemand noch einen Turm repariert, ein wenig, deswegen haben wir nicht mehr genügend für 4 Türme. Okay, Gold, das heißt eventuell auch gerade nebendran Steine. Gut, Gold, sehr schön. Komm, 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 komm. Jawohl, so, sehr schön. Sauber. Sehr schön, Lagergrube. Okay, wir werden angepöbelt. Wo? Was? Wie? Warum? Wenn man natürlich so viel Ach, Gold hat, da kann man dann unten. vielleicht auch irgendwann mal was ein bisschen Hochwertigeres bauen. Ja, natürlich, das machen wir dann schon noch. So, aber jetzt jagt mal die Jungs weg, bis der Turm fertig ist. Kannst du Priester bauen? Sollte eigentlich schon können. Gut. Ja, irgendwann mal sollten wir mal auf Priester umsteigen. Zugegeben. Ja, einfach wieder eine und dann die Kavallerie dazu. Genau, Das ich funktioniert ja weiß nicht, wie gut. gut die. Ja, gut, wir können dann testen, wie was die Ah, was Kavallerie die von kann. Römer so drauf hat. Ja, stimmt. Das Problem bei der Infanterie ist halt immer ein bisschen gegen Bogenschützen. Ja, ich sehe das Problem gerade. Genau. Da ist auch wieder Gold. Das heißt, eventuell auch irgendwo gerade in der Nähe Holz, Steine, aber von da kommt der Gegner, daher ist es nicht so ganz Er die ist auch geilste unten. Idee. Er ist auch unten rechts. Ja. So, jetzt mal die Flanke. Ah, gut, warte schnell. Ihr könnt schnell. Ah, Mann. Multiple Choice? Nein, Entschuldigung, nicht Multiple Multitasking. Choice. Verdammt! Oh je. Gut, Multiple Choice ja irgendwie auch, ne? Ja, ist nicht ganz falsch zugegeben. Genau, Bogenschützen. Ja, genau. Helft damit. Denn sobald der Angriff abgewehrt ist, laufst du mal hinten und machst da endlich mal zu. Mit Türmen. Okay, Jungs. Ja, ich weiß, Bogenschützen gegen. Egal, du bist in der Überzahl. Ja, müssen wir jetzt machen. Du Sau! Hat mir tatsächlich mal meine Produktion geschreddert. Ach. Also nicht schlecht, aber nicht angenehm. Okay, gut, ja. Da sieht man es, es ist, die Türme sind da oben sehr angenehm. Das hält gut. Also vor allem der Gegner ist dann abgelenkt. Er will wirklich die Türme anpöbeln und die halten, glaube ich, schon noch länger. Wir halten schon was aus, ja. Perfekt. So, hätte ich trotzdem gern etwas mehr Holz. Ah, da hat es auch noch Gold. Hat es da auch noch Steine? Hi. Nice. Molto bene, ja. Finde es cool, dass Sie da ein bisschen mehr platziert haben. Ja, gut, wir brauchen es wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich, ja. Habe ich Breitschwert weiterentwickeln, okay. Ah, stimmt, der Kurzschwert und der Breitschwert und dann Langschwertkämpfer, oder? Keine Ist Ahnung. irgendwie so. Ja, wir haben die Einheiten nie benutzt, das ist schon so. Die waren immer so, ja, nee, brauchen wir nicht. Wir haben Reiter oder wir haben sonst noch irgendetwas Tolles. Ja. So, hast du das? Das fände ich ganz extrem toll, wenn das mal. Vielleicht sollten wir. Ah, warte mal. Also da unten ist es nicht gedeckt. Das ist eigentlich jetzt die einzige Angriffsrichtung, die absolut nicht gedeckt ist zurzeit. Richtig. Ah, da oben hat es noch Steine. Ah, Auch toll. gut. Auch super. So, dann hau mal mehr Türme hin. Können wir demnächst. Na, du hast nichts zu tun. Da, guck mal, Holz, Baum. Arbeit. Geht zum Baum, los. Arbeit. Macht frei, habe ich gehört. Oioioi. Hey, wir spielen Rom. Da ist Sklaverei erlaubt. Und Stimmt. sogar erwünscht. Stimmt. Oh, ich sehe schon die nächsten Kommentare. Sie ist ja ein bisschen, ja. Okay. Oh, das brennt ein wenig. Sollten wir vielleicht irgendwann mal noch reparieren. Eben, wir wissen nicht, ob alle Türme gleichzeitig stehen sollten oder ob wir auch.
Also ob wir einfach mal einen aufbauen müssen, wenn er dann abgerissen wird, Ja, und das ist nicht das ist klar. nicht so schlimm, aber ja, wir sehen es dann. Ich glaube, wir haben mehr als genügend Steine für Türme, ne? Ich glaube auch, ja. Und dann, Wahrscheinlich gibt es draußen auch noch. ja, Ja. notfalls hauen wir dann mehr drauf. Jetzt stimmt, jetzt können wir echt noch unsere Wirtschaft ein wenig pimpen. Jetzt sind wir gut gedeckt. Vor allem, okay, ich weiß nicht, ob wir überhaupt unsere Wirtschaft groß noch brauchen werden. Kann sein, dass wir auch wirklich bald mit den Türmen fertig sind und dann. Es kann sein, dass die Flagge, die recht weit von dir weg ist, Böse ist genau, er. dass du dich dort irgendwo durchkämpfen musst. Gut, stimmt. Und was auch sein kann, ist bei diesem Turm da ganz rechts, der ein bisschen brennt, dass man dort vielleicht noch einen zweiten irgendwo hinbauen muss im Endeffekt, Ja. um den noch zu decken. Ja, klar. Ja. Eigentlich wäre es noch ganz toll, wenn wir Ballistik entwickeln könnten, aber ich glaube, die kommt erst in der Eisenzeit. Ah, okay. Ja, irgendwelche Weil Handwerker haben zurzeit auch ist so. gefehlt. Ich glaube, sonst kriegen wir nichts mehr für Türme. Okay. Du hast wieder nichts zu tun. Ja, los. Ja, ich weiß, meine Wirtschaft ist gerade sehr ineffizient, aber. Ja, weite Wege, wenige Arbeiter. Gut, da kannst du nichts für. Ja, das wurde zwischendurch ein wenig angefuselt. So. Aber wir haben schon eigentlich fast alle, oder? Ist da noch einer und dann noch drei hier, ne? Ja. Zwei etwas weiter weg. Die decken vielleicht auch den hier, ne? Die Angriffe, die von da oben kommen, die Ja, das laufen dann kann sein. eventuell noch bei den beiden vorbei. Das kann sein, Aber ist ja. noch cool, siehst du, der, also quasi einfach cool, der Unterschied hier, alles grün und dann quasi weiter weg ist so, ja, Das wie ist andere cool. Landschaft. Also Yep. einfach so der Gedanke, dass man Abwechslung schon da reinhaut. Ist irgendwie lustig. Bringst du bitte den Löwen um? Ich bin mir nicht sicher, ob das mein Bauer hinkriegt. Also ich bin mir sicher, dass der Bauer das wahrscheinlich nicht hinkriegt. Vor allem, er ist halb tot. Nein, kriegt er nicht hin. Okay, weißt du was? Genau. Richtiger Ansatz. Gell, finde ich auch. Und bup. Und wer kam von da? Der Samniter, oder? Der Gelbe. Der kommt ja irgendwie nicht mehr. Ja, Also die stimmt. gelben Ach, seine. Axtkämpfer kommen ja von der Seite aus. Och jö, ein Speer. Lache lieber nicht, sonst kommt das nächstes. Ich weiß nicht was. Katapult. Schau Nein. mal, dort sind wieder Büsche. Da gibt es noch mehr Nahrung. Wo? Da, da unten. Siehst du? Ah, oh nice. Nice. Sehr angenehm. Ah, er hat keine Steine mehr. Aber ich weiß ja, wo das es Steine hat. Genau. Jetzt die Frage, da oben sind sie ein wenig ausge. Wat? Nicht genügend Holz. Er hat einen recht langen Weg. Na, das stimmt. Okay, hau das mal dorthin und ich hoffe, dass der Gegner, wenn er von da kommt, vor allem auf die Türme losgeht. Aber jetzt sind die Angriffe irgendwie lockerer geworden. Ich glaube, wir stressen auch seine Wirtschaft jetzt gerade sehr böse mit den Türmen, die da auch im Hintergrund irgendwelche Bauern weghauen. Stimmt, er will ja unbedingt zu dir, warum auch immer. Also ich meine, ist ja nett von ihm, aber Was wohin macht laufst du genau? genau, wohin geht er? Ah, zum Baum, der nicht mehr da ist, alles klar. Ah, so. Okay, also mal ein ganz frecher Versuch, lauf mal hin. Ich habe mal, ob er ankommt, ja. Mal gucken. Geh mal dahin. Der hat auch keinen Bock zu arbeiten, ne? Okay. Okay, interessant, aber mit den Türmen wird es deutlich angenehmer und einfacher, habe ich das Gefühl. Eben, wir haben es vorher versucht, wirklich zuerst mal die so klassisch Wirtschaft aufbauen und erst dann halt Armee und dann Türme. Und wir sind aufgemischt worden in den ersten 5 Minuten, die wir aufgenommen haben. Das sollten wir dringendst aufhören. Jedes Mal, wenn wir rasch Türme bauen, haben wir leichtes Spiel. Das stimmt. Wirklich jedes Mal. Ich glaube, das hat sowas wie ein Muster dahinter. Ja, blöd, hä? Jetzt haben wir nicht genügend. Warte mal, haben wir irgendwo. Ah, perfekt, da, guck mal. Super, ja. Es ist gerade in der Nähe, es ist viel. Ist das Stein? Ist das Stein? Ist das Stein? Oder ist das nur ein. Da, das ist Das auch ist Stein, Stein. alles Gibt klar. es da noch mehr? Hinten dran?
Ja, ich weiß, ich habe einfach gerade Angriffsmusik gehört, deswegen habe ich Ah, okay. schnell mal nachgeschaut, was da los ist. Gibt es noch mehr Steine da? Nee, ist so eine einzelne Quelle. Aber du Okay, gut, trotzdem ja. 250, das ist Ja, trotzdem nicht schlecht. gar nicht mal so übel. Okay, also Leute, die Folge ist schon wieder vorbei. Aber wir kommen vorwärts, wir bauen Türme, wir überleben. Und ja. Und ganz ehrlich, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Das Layout vom Raum gefällt mir. Ich finde es cool. Ja, das Ich stimmt. finde es echt cool. Allgemein grau ist ja sowieso meine Lieblingsfarbe von dem her. Auch wenn jetzt einige von euch vielleicht sagen könnten, grau ist gar keine Farbe. Trotzdem. Trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Ne? Falls ihr sehen wollt, wie es weitergeht mit dem mächtigen Rom, der zurzeit noch nicht ganz so mächtig ist, aber hat schon sowas Straßenähnliches. Siehst du das, Prof? Ja, stimmt. Stimmt, Also noch ja. nicht wirklich Straßen, Ja. aber schon geht so Richtung ein Laufweg. Weiter so, Leute. Aber es ist ja noch so ein Dorf in den Anfängen. Ne? Es wird noch größer und stärker. Ist okay. Ich habe mich auch noch nicht beschwert. Ja, klar. Noch ist alles in Ordnung. Ja, Leute, also was ihr sehen wollt, wie es weitergeht mit dem Rom, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Bis dann.